August 1914. The Fatherland was calling. Enthusiastically, people left for war. Among them, the 20-year-old law student Freisler. On his matriculation certificate, it said, conduct and diligence good. In Russian captivity, he got top marks for it. The Bolshevists made him camp commissar. On his return from Russian captivity, Freisler became a lawyer. A new Germany. Freisler didn't like it. In his eyes, democracy was decadent. He wanted a national revolution. And the crisis came. The Weimar Republic lost its republicans. Freisler had long been a member of the National Socialist Party, which valued conduct and diligence. And now and then, legal counsel. Jetzt kam es zu Prozessen, wo Linke vor dem Gericht standen wegen Landfriedensbruch und NSDAP oder SA-Leute vor dem Gericht standen. Und da war es unser Roland Freisler, wir nannten ihn auch den rasenden Roland, der regelmäßig jetzt die Verteidigung seiner SA-Rabauken vor Gericht übernahm. In Kassel, his hometown, Freisler wanted to further his career through the party. There was no lack of work for the lawyer. Er war kein schlechter Rechtsanwalt. Vor allen Dingen, wenn er seine Gesinnungsgenossen vertrat, nicht wahr? Das war was von wahr, ganz, ganz erfreut. Also, das war nachhaltig. Nicht wahr? Da war er ein großer Mann. An election campaign on the edge of legality. You didn't try to win over opponents, you beat them up. Freisler defended the thugs. He wanted to be Hitler's henchman, and not only in Kassel. ...1933, the seizure of power. In the capital and in the provinces. Da hat dann an diesem Tage, hat der Freisler angeordnet, jetzt stürmen wir das Rathaus. Und dann sind sie ins Rathaus rein und haben die Hakenkreuzflagge auf dem Rathaus gehisst. Er wollte sogar das Gebäude des Gerichts, des Oberlandesgerichts, wollte er sogar besetzen. Er war ja Jurist und wollte damit andeuten, jetzt weht auch in der Justiz ein anderer Wind. And the rear guard of democracy submitted without a fight. Es würde dem Sinn der nationalen Erhebung widersprechen, wollte die Regierung sich für ihre Maßnahmen von Fall zu Fall die Genehmigung des Reichstags erhandeln und erbitten. The Reichstag reduced its own powers. Germany was getting into uniform. Her lawyers too. Men like Freisler were in demand now. Only one thing held him back, the taint of a Bolshevist past. Er ist ja auch bezeichnenderweise, ist er ja nie Reichsjustizminister geworden, was er von Anfang an nach der Machtübernahme in 1933 anstrebte, sondern er wurde lediglich, und das auch nur vorübergehend, Staatssekretär im Reichsjustizministerium. Ich habe gesehen, der Versuch glückt, denn ich sehe, dass Sie als Soldaten
nationalen Sozialismus und damit Träger des neuen Staates als diejenigen, die das Rückgrat des Staates, seine Rechtspflege verwalten wollen, innerlich, freudig mitmachen. Lawful meant whatever was useful to the nation. The Reichstag burned. Was there still justice? There were still judges. Leipzig, the Reichstag fire trial, the Nazis' first show trial. But the evidence was thin. There were acquittals. Was Hitler's Germany still subject to the rule of law? Im türkischen Beobachter stand ja drauf ein Fehlurteil. Dem Hitler war das zu wenig, dass die freigesprochen worden sind, vor allem die zwei. Und dann ist im Frühjahr 34 deshalb der Volksgerichtshof installiert worden. Ich glaube, es war 34 dann, ja. Weil die normalen Gerichte dem Hitler zu wenig streng waren oder zu wenig gläubig waren. Das war der eigentliche Grund, dass die politischen Dinge dann durch den Volksgerichtshof erledigt wurden. Dealing with them meant putting the opposition behind bars. Communists, trade unionists, social democrats. To Freisler, the herald of the new justice, these were the traitors to the state. Die Leute haben doch immer gesagt, sei ruhig, sonst kommst du nach Dachau, sonst kommst du ins KZ. Man hat also damit gedroht. Und jeder wusste in Deutschland Bescheid, dass es KZs gab und dass es nichts Gutes war. Der Nationalsozialismus ist Ausgangspunkt, Inhalt und Ziel des nationalsozialistischen Rechtsdenkens geworden. Und wenn ich mein Führer als einer ihrer ältesten Kameraden sage, durch die Beziehung des deutschen Volkes zu Ihnen ist zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Volkes der Begriff Liebe zum Führer ein Rechtsbegriff geworden. Love of the Führer. Those who loved him most dearly became his first victims. The stormtroopers lost their leader. Vor ein rücksichtsloses und blutiges Zugreifen war vielleicht doch in der Lage, die Ausbreitung der Revolte zu ersticken. Wenn mir jemand den Vorwurf gegelt, weshalb wir nicht die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen, in dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation. Und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr. It was the chance to settle other scores. The former Chancellor, Schleicher, was a stumbling block on the path to absolute power. Auf Befehl haben die gemordet, nicht? Für meine Mutter hatten sie sicher nicht den Mordbefehl, aber da sie im selben Zimmer war, sahen sie daraus eine große Gefahr und haben da sofort eben geschossen, weil sie eine Zeugin war. Und weil ja hinterher gesagt werden sollte, also er hätte Widerstand geleistet. Und in Wirklichkeit hat man nur gefragt, nachdem sie sich eben Eintritt verschafft haben, sind Sie der General von Schleicher? Und er sagte ja, und da fielen die Schüsse. The custodian of justice hushed up the murder. Ein Assessor Krützner hat da sofort einen Akt angelegt, politischer Mord. Erschien am Tatort, hat aufgenommen, was aufzunehmen ist. Und abends erschien Freisler, der damals Staatssekretär im Reichsjustizministerium war, in der Wohnung von Krützner und sagt, die Akten verschwinden, das war Selbstmord. Das war kein politischer Mord. Brute force brought society into line. He wanted people willing to take orders, just as much as he wanted Herrenmenschen. Teutonic cult and racial mania in one breath. Anyone who didn't fit this picture had no right to live, said the regime. And so the mentally ill were vilified and later murdered by law.
alles Lebensschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wer Unkraut verhindert, fördert das Wertvolle. Auch für Sie müssen gesunde deutsche Volksgenossen arbeiten. Wenn wir heute das große Gesetz von der Auslese mit humanen Mitteln künstlich wiederherstellen, dann stellen wir damit die Ehrfurcht vor den Gesetzen des Schöpfers wieder her. Gesetz ist Gesetz, gell, was im Gesetzblatt drinsteht. Wenn da steht, die Radfahrer werden hingerichtet, dann sagt der Richter, ja, sie sind Radfahrer, da steht es ja, muss es zum Tod verurteilen. Dieser Positivismus, der Glaube an das Gesetz und der Vernachlässigung des Rechts ist der Hauptfehler dieser Leute gewesen. Aber Angst spielt auch eine Rolle. Fear was also felt by the victims. Tens of thousands of Germans left the country. Emigration, fleeing from legalized terror. Die gesamte Gesellschaft verrottet. Das Gift ist in den Blutbahnen drin. Keiner vertraut mehr dem anderen. Und das war genau in einem Staat, der als höchstes Ziel die Volksgemeinschaft, die Freundschaft aller Deutschen untereinander postuliert hat. The sunny side of the Third Reich. But behind the facade, denunciation and distrust. Meanwhile, Freisler went on a trip to further his education. Er ist ja in, ich glaube, 38 zu dem Turaschewski-Prozess nach Moskau gefahren und hat bei der Anklage von Wyszynski, hat er hospitiert. Moskau. Lessons with Stalin's hanging judge. Ничего идеологического, что когда-то в какой-то мере у некоторых из участников этого блока было, то давным-давно растеряно, утрачено, давным-давно исчезло, истлело в смрадном, отвратительном шпионском подполье. The former camp commissar understood the lesson. Natürlich gefiel das Leuten wie dem Himmler und so, und dann sagte man, der Mann ist hundertprozentig, dem kann man vertrauen. Und mir sagte einmal ein wichtiger Mann, seien Sie froh, diese Leute mit schlechtem Gewissen, das sind die einzigen, die wir sicher haben. Die können gar nicht mehr woanders hin. Summer 1939. Everything seemed normal. The Germans were still seemingly carefree and unsuspecting. But all the signs pointed to a storm. He thought the time was ripe. The people needed Lebensraum. September, Poland was invaded, international law broken. At home, jurisdiction appropriate for wartime, Freisler demanded that the courts be the panzer divisions of justice. Ich bin ein politischer Soldat meines Führers Adolf Hitler. Also diesen Slogan, dieses Wort hat öfters mal gebraucht. For the fanatic, a table at a cafe was also part of the home front. Dieses Zeugs. Bohnenkaffee schmeckt mir auch besser. Wird schon werden. Na überhaupt, bald trinken wir wieder richtigen Kaffee. Es bereitet sich was vor. Ja. Ich wohne noch an der Eisenbahn, nicht? Ich sage Ihnen, ein Wehrmachttransport nach dem anderen. Neulich zählte ich an einem Vormittag noch mindestens. Halt! Schon zu viel gesagt. Wenn der Feind mithört, was dieser Mann hier ausplaudert, kann er uns vielleicht schweren Schaden zufügen. Also, schwatzt nicht.
schweigt und warnt jeden, der immer noch nicht den Mund hält. Warnt ihn. Anyone who disregarded the warning ended up here. The guillotine. Enthauptung war noch eine Gnade. Erschießen oder hängen, das war Verrätersache. Und hier war es die Widerstandssache. Ne? Er ist dann enthauptet worden und die ihn zum Schafott geführt haben. Die haben dann zu meinem Vetter gesagt, wir können ja nichts dazu. Da hat er gesagt, ich bin ja nicht zu bedauern, sondern Sie sind zu bedauern. Ich bete für Sie. After the victory in France, the dictator at the height of his power. The people, so it seemed, were behind him. Mass hysteria. But not everyone was infected by it. Die Verschwörung war ja eine sehr langwierige Geschichte. Es ging immer wieder schief, musste neu aufgebaut werden. Oder es kam irgendein großer Sieg, dass man sich sagen musste, es ist unmöglich, ihn jetzt umzubringen. Man konnte ja nicht, nachdem der Frankreich-Feldzug siegreich beendet war, in 6 Wochen, konnte man ja nicht Adolf umbringen, hätten die Leute nicht verstanden. Im Mosaiksaal der neuen Reichskanzlei fand der feierliche Staatsakt für den verstorbenen Reichsjustizminister Dr. Gürtner statt. Freisler, the careerist. He would dearly have liked to be the next justice minister. That old Bolshevik? No, said Hitler. He needed this man to do the dirty work for the people's court. Someone had to be the bloodhound. He would become the bloodhound. Er war lernfähig wohl, aber natürlich ganz eisern sich ausrichten nach der Devise, alles, was nicht für uns ist, ist gegen uns. Und das muss eigentlich weg, nicht? Go into protective custody, into prison, into a concentration camp. Nazi justice made people disappear merely on suspicion. Das war natürlich einer der Hauptgründe für diese schrecklichen Entwicklungen, dass die Nationalsozialisten sich das Recht so zurechtgezimmert haben, wie es für ihre Zwecke nützlich war. Um einen ganz eklatanten Fall herauszunehmen, es gab ja das sogenannte Heimtückegesetz. In diesem Heimtückegesetz konnte man eigentlich alles machen, was einem gerade einfiel. Es war ein derartig dehnbarer Gummiparagraf, dass jeder, der nach dem Heimtückegesetz angeklagt wurde, eigentlich, wenn das Gericht es wollte, verloren war. Lost, like the Jews. Long since robbed of their rights. Anyone who stayed behind lived dangerously, without legal rights. Spring 1942. A villa on the Wannsee in Berlin, a ritual for the technocrats of the final solution. Among them, Roland Freisler, the lawyer, the anti-Semite, the hanging judge. Murder by law. The murder of justice. The murder of compassion. Das ist natürlich eine Anschauung, der auf Rassengegebenheiten beruht,
keine Moral und keine Ethik und keinen Frieden bringen kann, ist ja klar. Wenn man sagt, die Neger sind halb offen, die Juden müssen umgebracht werden, die Slawen sind Untermenschen, das ist alles in sich so verkehrt, dass darauf kein Rechtsgebäude errichtet werden kann. But injustice certainly could. Listening to enemy radio was a dangerous game. The nation had long since lost its right to speak out. Now its ears were being blocked too. Nein, mein Lieber, Sie haben so schöne Zukunftspläne. Und die wollen Sie in Frage stellen, indem Sie durch Abhören verlogener Feindsendungen Kopf und Kragen riskieren? Weber, unsere Führung muss mit schwersten Strafen drohen. Denn wer hat schon Einblick in die raffinierten Methoden der feindlichen Volksversetzung? Hand aufs Herz. Waren nicht sogar Sie bereits von diesem Gift angefressen? Wir haben jetzt hier BBC London und Luxemburg gehört, aber wir haben natürlich geachtet, dass die Fenster dicht verschlossen waren, der Türentisch verschlossen war, und dann haben wir gehört, sofern es nicht gestört war. Wurde ja auch oft gestört, BBC-Sendungen, ne, von Nazis. Da stand anfangs an die Todesstrafe drauf und zumindest die Zuchthausstrafe. Anyone brought before Freisler in this courtroom was virtually defenseless. Mit Ihnen werden wir fertig, Sie sind nicht berufen, hier wie ein Urteil anzumaßen, wo Sie nur dazu da sind, sich auf die Äußerung, auf die Verräter am nationalsozialistischen Großdeutschen Reich und damit an unserem deutschen Volk sind, darüber zu äußern, so wie es Ihnen gebührt. Dann sagt der Vorsitzende, Sie brauchen nicht so lachen, wenn wir Sie zum Tod verurteilen, dann sind Sie Nachmittag um 3 Uhr hingerichtet. Das ist eine ernste Sache. Sie haben ja gehört, was der Staatsanwalt beantragt. Dann geht der aus der Anklagebank raus, stellt sich an den Richtertisch hin, dann denkt man, was ist jetzt los? Dann stehe ich endlich vor einem gerechten Richter. Müssen Sie mir vorstellen, da ist mir heute beim Buckel gelaufen. Anyone who didn't confess was tortured. Intensive interrogation was what the Gestapo called it. Ich habe 77 Verhöre gehabt, davon nur 2 ohne Prügel. Da habe ich dann einen Anzug von meinem Mann zurückgerichtet, der war total blutig innen drin. Angefangen von Schwägen oder sonst was oder weiteren Dingen, aber dass man, was man bei anderen gemacht hat, dass man also da unter die Nägel gegangen ist, das habe ich mir nicht vorstellen können. Das hat mir auch gar nicht vorgestellt. But that was the face of Nazi justice. Only those who betrayed their principles or pretended to be stupid could hope for mercy. Ich würde noch etwas sagen, dass mir persönlich verbrecherische Gedanken vollkommen fern lagen, dass ich in meiner Tätigkeit nur einen Gedanken hatte, nämlich die Nachrichten zu bringen, die Führung und die Truppen zu führen brauchte. Ich hatte einen sehr geschickten Rechtsanwalt, das wusste ich aber vorher nicht. Den hatte ein Freund von uns besorgt, mir besorgt. Und der hat das sehr psychologisch, sehr geschickt, ich armes, arisches Mädchen vom bösen Judenbuben verführt. Und auf diese primitive Tour sind die angesprochen, stellen Sie sich das vor. Im Namen des deutschen Volkes, dass Wilhelm Küber bewusst die Verräter unterstützt, lässt sich nicht zur Gewissheit erhärten. Ebenso wenig, dass er zersetzende Äußerungen in der Wehrmacht pflichtwidrig nicht gemeldet hätte. Er wird deshalb von diesen Vorwürfen freigesprochen. But an acquittal did not always mean freedom. Und während er mein Urteil vorliest, da kommt einer von hinten, und ich konnte ja nicht sehen, wer das war, ich konnte nur sehen, dass er Zivil da hatte, und hat mir ins Ohr geflüstert, das ist ganz egal, was du hier kriegst und wie viel du hier kriegst, wir bringen dich ins KZ. Stalingrad.
the beginning of the end. Aber nach Stalingrad, das war mit Sicherheit der Wendepunkt und das merkte man schon in der Bevölkerung. Und da hatten dann auch sicher die Gerichte sehr angezogen, um Terror zu setzen. Only a few people put up any opposition. Munich students called for resistance in leaflets which concealed nothing. Man hat's geahnt. Sie haben ja die Nieder mit Hitler, Hitler der Massenmörder, sowas, das haben sie irgendwo in die Nähe von der Universität an die Wand geschrieben. Lone Heroes and a German Porter. The White Rose was unmasked. Aber der wirkliche Substanz dieser Gruppe war, dass es Freunde waren. Man konnte sich letztlich nur noch auf Freunde verlassen, nicht auf Kameraden und nicht mal mehr ganz auf die Familie. Nazi sympathizers among their fellow students helped in the arrests. A case for Freisler, the hanging judge on an official journey. Der hiesige Gauleiter hat gesagt, man muss diesen Prozess ganz groß aufziehen, um ein Exempel zu statuieren. Ich glaube, das hat der hiesige Gauleiter Giesler veranlasst und auch veranlasst, dass die sofort hingerichtet wurde. The Palace of Justice, Munich. The people's highest judge knew what was expected of him. He was to make short work of them. A one-day trial with three death penalties. Daraufhin schrie er auf, geradezu mit Vergnügen. Ich habe hier kein Gesetzbuch bei mir. Ich brauche kein Gesetzbuch, mein Herr. Hier spricht das Volk. Dann saß sein Beisitzer, der war ein Oberlandesgerichtsrat. Der genierte sich und schob ein Buch rüber und sagte, Herr Präsident, ich habe eines dabei. Daraufhin nahm Freisler das Buch und warf es vom Richtertisch so auf die Rechtsanwälte zu, das war so ein glatter Boden wie hier, und das schlitterte da so und gab dann in etwa dem Inhalt nach triumphal den Satz von sich, wir brauchen hier kein Gesetz. Wir kommen auch ohne dies zu einem Urteil. Munich, Stadelheim Prison. The sentences against Hans and Sophie Scholl and a friend were carried out that very day. Und jetzt kommt das Tollste. Hier, ein englisches Fluchblatt. Aber nicht verraten. Im Vertrauen gesagt, seid froh, dass ihr nichts gehört habt. Das war ein furchtbarer Blödsinn. What was permitted and what was forbidden? The propaganda told you. Dass er diesen Zinnober hier glaubt. Aber da steht es doch schwarz auf weiß. Ja, schwarz ja, aber du lässt es dir weiß machen. Ich weiß zwar nicht, wie du London bekommst, aber was du bekommst, wenn du London bekommst, das weiß ich. Was denn? Kittchen. Kittchen. Sogar Zuchthaus. Prison? Really? The final count for 1944. 2,100 death sentences. More than six per day. Im Namen des deutschen Volkes, dafür werden Sie mit dem Tode bestraft. Erschütternd war ja der Aufschrei zum Schluss dieser Mutter. Also es ging mir durch Mark und Knochen. Als der Richter das Todesurteil aussprach, sie werden zum Tode verurteilt, dann schrie die Mutter auf der letzten Reihe auf, voller Entsetzen, weil ihr Sohn zum Tode verurteilt wurde. Und da sagte der Richter, Herr Freisler, kalt, schnäuzig, schaffen Sie Frau raus, geben Sie ein Glas Wasser. June 1944, Invasion. The regime's days were numbered. In the east, the Central Army Division was collapsing. The remnants of it were driven through Moscow. What was the German resistance doing? Brave men desperately sought contact. But the Western powers refused to cooperate,
They wanted unconditional surrender. Still, something had to be done. Es war etwas Unerträgliches, was man nicht länger hinnehmen konnte. Und natürlich war es zum Ende des Krieges und ohne die Zusage der Militärs mitzumachen, ohne die Zusage der Alliierten und bei der noch herrschenden Mentalität der Deutschen, die einfach sich zu tief hatten einlassen müssen mit dem Nationalsozialismus, war es eine ungeheuer gewagte Sache. Only the military could overthrow Hitler. Here, in the conspirators' headquarters, they knew that the war was lost and the Reich lay in ruins. Dozens of assassination attempts had failed. Then came a new plan, Valkyrie. The idea, the Home Guard was to assume power in Germany and try to end the war. The precondition, the death of the tyrant. Wer kann denn dagegen angehen? Das können nur Leute in Dienststellungen wie du und andere, die über Truppen verfügen, weil man mit der Macht das nur machen kann. Man muss ja die anderen eben lahmlegen können. Und da hat er mir wieder nach einer Pause gesagt, es gibt eine Gruppe von Männern, die sich mit dem Gedanken befasst und der Umsturz wird eines Tages gewinnen. Murder the head of state? Who dared do that? None of the conspirators had access to him. Only when Count Stauffenberg was transferred to the Führer's headquarters was there a chance. July the 20th, 1944, 12:30, Stauffenberg with Hitler. The course of world history depended on the position of a briefcase. It was the last chance. Ich versuche immer, den Stauffenberg zu verteidigen, denn er war der Einzige, der diesen Putsch durchführen konnte. Denn die alten Generale, die da mitmachten, das waren ja Trauergestalten. The military putsch collapsed within hours. The conspirators had kept lists of names, so the Gestapo had an easy time of it. For the hanging judge, it was his finest hour. It started in early August in the Supreme Court in Berlin. Zwei Wochen nach der Tat verhandelt der Volksgerichtshof gegen 8 der aus dem Heere ausgestoßenen Verräter, die an dem Verbrechen des 20. Juli führend beteiligt waren. Erwin von Witzleben, Erich Höppner, Friedrich Karl Clausing. The newsreel featuring the trial was never shown in the cinema. The propaganda ministry feared unwelcome discussion about Freisler's ranting during the proceedings. Peter Graf Jörg von Wartenburg, Robert Bernardis. Even his colleagues were perturbed. Offiziere, die sich beteiligen an einem Attentat auf das Staatsoberhaupt im Kriege zum Tode verurteilt werden, kann man nicht beanstanden. Aber die Art und Weise, wie das durchgeführt wurde, sowohl im Verfahren wie in der Exekution, hat also in keiner Weise die Zustimmung von dem Gegenteil. Das wurde als abscheulich angesehen. Bei dieser Gelegenheit in erster Linie von General Wagner und General Lindemann über politische Dinge gesprochen. Mhm. Und die Notwendigkeit von politischen Dingen waren die Frage der Besetzung, der Regierungsbildung dieser Fragen. Freisler wanted to rob the defendants of their dignity, but he didn't succeed.
Anscheinend hat Freisler immer zu gebrüllt, Schurke Schulenburg. Aber einmal sich vertan und gesagt, Graf Schulenburg, worauf Fritzi sich verbeugt hätte und gesagt hätte, Schurke Schulenburg, bitte. The hanging judge wanted them humiliated. General Hübner in a cardigan and without his dentures. Welche zoologische Charakterisierung hätten Sie denn nun als gerichtliche Angesehen für das, was Sie getan haben? Denn Esel ist eine Sache des Intellekts. Schweinehund ist eine Sache des Charakters. You dirty old man, stop fumbling with your trousers, bellowed Freisler at Field Marshal Witzleben, whose braces had been taken away. Yet not one of the main conspirators showed the remorse demanded of them. Und dann hat eben gesagt, wir haben diese Tat auf uns genommen, Deutschland vor namenlosen Elend zu bewahren. Ich weiß, dass ich dafür gehängt werde. Ich bereue die Tat aber nicht. Ich hoffe nur, dass ein anderer in einem günstigeren Augenblick sie vollführen wird. Sind Sie nicht auch gerade eingesetzt gewesen in Westpreußen? Jawohl. Aber ich ein vielfaches Hin und Her, das Sie dem Nationalsozialismus zur Last legen. Im Wesentlichen gedacht an die vielen Morde. Morde? Sie sind ja ein schäbiger Lump! Hecken Sie unter der Gemeinheit? Ja oder nein? Zerbrechen Sie darunter? Herr Präsident, mein Ja oder nein? Auf eine klare Antwort! Nein. Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen. Denn Sie sind ja nur noch ein Häufchen Elend! The spectators at the gruesome tribunal consisted almost exclusively of loyal servants of the regime. The victims' relatives were locked out. Der Präsident des Volksgerichts, Dr. Roland Freisler, verkündet das Urteil. Die Angeklagten werden als eidbrüchige, ehrlose Ehrgeizlinge wegen Hoch- und Landesverrats zum Tode durch den Strang verurteilt. Das Urteil wurde 2 Stunden nach dem Spruch vollstreckt. They should be strung up like animals for slaughter. That was the tyrant's sentence. His hangman delivered it. Es war beinahe wie eine Befreiung, denn dann hatte ich doch das Empfinden, dass er diesen schrecklichen Druck und Scheußlichkeiten der Gestapo nun entgangen war, dass er nun bei Gott war. February the 3rd, 1945. Freisler's last day at work. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Es war ein klarer Wintertag, wolkenlos der Himmel, und man sah die Boeing, die Luftfestung der Amerikaner, sah man aufschließen wie eine Schmetterlingssammlung, so exakt in den Formationen. Und es war ein schaurig schöner Anblick. Freisler at work. That day he wanted to hand over several young officers to the hangman. 10:39, in Berlin the sirens started to wail. 10:40,
American bombers were approaching the city center. The proceedings were adjourned. At 11:03, Roland Freisler realized that there were still case files in the courtroom. He went to fetch them. Wenn es nur Brandbomben gegeben hätte, wäre das relativ einfach gewesen. Aber dadurch, dass nur die Sprengbomben, nur das fiel durch bis im Keller und dann explodiert die und dann ist das Haus zusammengestürzt. Und dabei gab es natürlich Tote. Freisler was zealous to the end. 11:08, a direct hit. Freisler's skull was fractured. ...20,000 people died when these bombs hailed down. Not one of them deserved to die as much as the hanging judge. Er war einer von denen, die wahrscheinlich, wenn er nicht umgekommen wäre, mit Hitler bis zum Schluss gefochten hätte, vielleicht ums Leben gekommen wäre. Kann möglich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er versucht hätte, irgendwohin zu verdrücken, weil das gar nicht ging. The Forest Cemetery in Dahlem. Not even the Justice Minister came to his funeral. Without a tombstone of his own, Roland Freisler was laid in his wife's family grave. After the war, she and the children dropped his name, and to this day, they wish not to be associated with him. Am Ende des Krieges haben sich deutsche Richter verteidigt, indem sie gesagt haben, schauen Sie meinen Schreibtisch an und meine Regale. Ich habe 4000 Denunziationen vorliegen. Ich habe nur 1200 verurteilen können. Ich habe es nicht mehr geschafft. Barely one of Hitler's bloodthirsty lawyers followed his Führer to the grave. They had little to fear, if anything at all. Of the 258 judges and public prosecutors in the People's Court, 95 found re-employment in the justice system in West Germany. That's more than one in three.